Jetzt kommt auch so richtig so ein bisschen so Weltreise-Feeling auf. Jetzt ist die Sprache anders, man versteht nichts mehr. Das ist das dümmste Zeit-Totschlag-Ding, was es so gibt für Familien. Wir haben hier ein paar Kokosnüsse. Das ist meine erste Kokosnuss, die ich in meinem Leben habe. Ich dachte mir, standesgemäß werde ich die erstmal mit dem Bosch-Bohrer anbohren und dann Strohhalm rein. Dann sehen wir weiter. Mal ein bisschen höher. So, Jasmina, probier mal. Guck mal, ob da was rauskommt. Lecker. Ist gut, ja? Ja. Bin gespannt. Also ich war noch nie Kokosnuss-Fan. Da gibt es ja dieses Raffaello. Wie ist dieses weiße Gelumpe? Da immer schon dachte ich mir, nee, dann ich war eher der Typ Ferrero Küsschen. Die habe ich gern gegessen. Und genauso muss man auf diesen Kokossaftgeschmack stehen. Ich mag es überhaupt nicht. Raffaello ist. Mal gucken, wie dann das Fleisch schmeckt. Aber Jasmina schmeckt es, glaube ich, ne? Also ich finde es eigentlich lecker, aber Raffaello schmeckt wirklich eklig. Das stimmt. Ja. Und wie schmeckt dir? Also Lailas Gesichtsausdruck spricht Bände. Wie schmeckt es dir denn, Laila? Ui, ich finde das mega eklig. Jo. Ich bin jetzt auch nicht so der größte Kokosfan, muss ich sagen. War ich auch nie. Ich mag auch Kokosgeruch nicht so. Aber das ist mal was anderes und hat auch mal was. Ich glaube, das war die letzte Kokosnuss, die ich mir gekauft habe in meinem Leben. Die erste und die letzte. Weil der Aufwand ist nicht verhältnismäßig für das Erlebnis. So, wir wollen heute mal Lagerfeuer machen. Also das ist zwar waldbrandtechnisch gerade nicht ganz ungefährlich, aber wir sind ja hier direkt am Wasser. Wir machen das hier unten einfach am Wasser. Und der Wald ist irgendwo da hinten. Also wenn wir das schön klein halten, mit Stein und so einen Kreis bauen, geht das schon. Die Kinder, die wollen das gerne mal machen und ich habe auch Bock drauf. Wir haben uns schon ein bisschen Holz geholt. Bernd und Jasmina sind schon mal fleißig dabei, hier die Äste abzubrechen. Onkel Fester, wieso bist du so dreckig? Hier da reingritzt. Naja, und dann bereiten wir das vor und dann geht es los. So, wir haben jetzt eigentlich schon ganz gut alles vorbereitet hier. Es ist nicht so viel, aber für ein kleines Feuerchen reicht's. Und Krea Bernd beobachtet das in aller Seelenruhe hier vom Rand aus mit seinem Apfel. Sitzt hier mittendrin, guckt immer mal den Himmel hoch zum Mond oder aufs Wasser. Dem gefällt das wirklich, wenn der hier einfach mittendrin dabei sein kann, ne? Erstmal los stolpern mit dem Apfel. Machst du den Hexentanz oder was? Aua! Heiß! Und Krea Bernd, was sagst du deinem ersten Feuer? Irgendwie ist das komisch, ne? Jedes Tier hat Angst vor Feuer. Krea Bernd würde sich einfach sofort reinstürzen und verbrennen. Krea Bernd! Willst du auch mal einen reinwerfen? Willst du auch mal einen reinwerfen? Was ja auch auffällt in der Türkei, im Gegensatz zu Griechenland, da hatten wir alles mögliche an Schlangen, Skorpionen und Riesenspinnen gesehen, ihr erinnert euch. Und hier in der Türkei, wenn man so in den Bergen hier unterwegs ist, allgemein, so Spinnen, Schlangen, Skorpionenmäßig gar nichts gesehen. Ich habe meine Eidechse gesehen, als ich heute um den See gewandert bin. Schildkröten, ja, aber sonst so diese nervigen Viecher, die gefährlichen, gar nichts. Auch diese ekligen wie Spinnen, überhaupt keine Spinnen gesehen hier. Nichts. Das ist ganz komisch. Am Tag gibt es die komischen Stechfliegen, die nerven mega. Die sind aber weg, sobald die Sonne weg ist. Und wir sitzen hier am See und es gibt keine einzige Mücke. Eigentlich bis auf die Stechfliegen am Tag, die richtig nervig sind, das Paradies. Nach 200 Metern leicht rechts abbiegen. Hier in der Türkei ist die Trinkwasserqualität ja wirklich schlecht aus der Leitung. Aber dafür gibt es überall, wenn man in den Bergen rumfährt, so eine Quellen. Da können wir unsere Dinger voll machen, reinfüllen und dann wirklich das feinste Quellwasser.
wir haben ja mehrere Befüllmöglichkeiten. Einmal mit der Pumpe, das habt ihr schon mal gesehen. Und dann hier mit diesem Teil. Das Coole daran ist, das ist natürlich relativ billig, aber guck, wie lange es hält. Aber das Coole daran ist, es entsteht beim Kippen so ein, naja, ist nicht richtig draufgeschraubt, macht nichts. Es entsteht so ein Unterdruck, ne? Man sieht, das zieht es relativ schnell in den Tank rein. Das ist, du hast innerhalb von 5 Minuten hast du den Tank damit voll, ohne irgendwelche Schläuche anschließen und so weiter. Wir sind ja gerade zu so einem Salzsee gefahren, wo wir an einen Campingplatz wollen. Ne? Guckt euch mal an, wie unglaublich schön das aussieht. Ne? Das ist ja der absolute Oberknaller. Das ist, Milka, willst du mal was dazu erzählen? Ja, das Prinzip ist auch kein Salzsee, der heißt Saldarsee. Der ist zwar ganz leicht salzig, hat einen sehr hohen Mineraliengehalt. Und hier wurden die ältesten fossilen Überreste auf der ganzen Erde gefunden, nämlich 3,5 Milliarden Jahre alte Sande, was wirklich aus der Entstehungszeit der Erde kommt. Und das ist ein Kratersee und hier forscht die NASA, weil hier zu extraterrestrischem Leben, weil kein Ort der Erde so sehr dem Mars ähnelt wie dieser Kratersee. So, hier wird wieder gebastelt. Das ist wie so ein Haus, du musst hier mal irgendwas reparieren. Immer. Und er hat ganz tolle Unterstützung. Ja, Bernd, allerbeste Unterstützung. So, wir haben uns jetzt hier einen schönen Platz gesucht an dem See und wir haben schon einen Hund. Das ist schon cool an dem See hier, mega. Und auch wieder keine Mücken und nix. Kleiner, Krebert, nicht am Schwanz ziehen. Nicht am Schwanz ziehen. Nein, nicht kneifen. Wir können es kaum glauben. Es regnet. Zum ersten Mal seit 2 Monaten oder so. Alter, das rumpelt hier richtig, ne? Und gerade ist da so keine 100 Meter von uns entfernt ein Blitz eingeschlagen. Da gibt es ja nicht viel rundherum. Wir sind relativ hoch mit dem Auto. Muss man... Alter, war da gerade wieder ein Blitz? Ja, aber was für einer, der ist in den See. Da muss man höllisch aufpassen hier, ey. Kommt einer nach dem anderen runtergebrettert hier. Junge, das entsteht da, glaube ich, gerade erst, das Gewitter. Alles ist besser wie Kino. Ich sitze hier auf ein paar Pistazien und beobachte, wie das Gewitter da entsteht und lang zieht. Herrlich. 1A Schauspiel. Guten Morgen. Wir haben halt irgendwie ganz schön volles Auto hier. Bei uns sitzt Krea Bernd, aber besucht ist die Lia, eine Freundin von Milka. Ja, wir haben jetzt alles Spaß hier. Wir müssen hier beim Losfahren echt aufpassen. Wir haben hier 3 Hunde unterm Auto insgesamt. Ich habe bei Helge jetzt das Problem gehabt, dass also ich kontrolliere immer den Ölstand und die Betriebsflüssigkeiten. Öl brauche ich eigentlich nicht messbar. Ne? Also so gut wie nichts, muss da noch ganz selten mal einen Schluck reinschüllen, füllen. Ich schätze mal so eine Kaffeetasse auf 10.000 Kilometer. Allerdings Wasser habe ich jetzt schon 300 Milliliter nachgefüllt. Das ist jetzt relativ wenig auf die ganze Strecke, 5.000 Kilometer. Aber eigentlich dürfte so ein System kein Wasser verlieren. Ne? Jetzt ist halt die Frage, ob irgendwo mal der Behälter, der dehnt sich hier schon auseinander. Das alte Plastikzeug, die alten Schläuche, ob hier irgendwo was rauskommt. Ich konnte aber nichts finden, auch die typischen Stellen, Zylinderkopfdichtungstechnisch nicht. Der hat ja auch schon die 2. Zylinderkopfdichtung bekommen und die sind dann auch verstärkt. Die gehen dann eigentlich nicht wieder so schnell kaputt. Die halten dann 200.000, 300.000 Kilometer üblicherweise. Könnte noch irgendwo aus dem Wärmetauscher vom Amatombrett noch irgendwie undicht sein, aber da ist auch nichts im Fußraum. Manchmal riecht es beim Fahren etwas nach Kühlmittel. Der hat ja stellenweise auch berghoch hier bei 40 Grad Außentemperatur, Riesensteigung im zweiten Gang bei Vollgas, 110 Grad gekriegt. Ich weiß nicht, ob es das dann irgendwo da rausdrückt und gleich verdampft, aber ich konnte auch diese typischen Kalkspuren nirgendwo finden. Ne? Muss man erstmal weiter beobachten. Es ist auch kein Öl im Wasser oder Wasser im Öl, ne? Konnte ich jetzt bis jetzt auch nicht feststellen.
Tja, muss man mal beobachten so, ne? Ansonsten läuft der Kleine eigentlich gut, ne? Bis auf das Malheur mit der Riemenscheibe. Und die Kleinigkeit mit dem Stabi war bisher eigentlich nichts, ne? Aber hier haben wir ja auch noch eine gute Ersatzteilversorgung. Da werden wir nochmal Ersatzteile besorgen, ne? So ein paar Sachen wie Umlenkrolle, Spannrolle, weil der Riementrieb, wenn da was ist, da stehst du ja dann gleich da, läuft die Wasserpumpe nicht mehr, ne? So, ansonsten hat er eine Steuerkette, noch eine richtig gute Duplex-massive Steuerkette. Da sollte so schnell nichts kaputt gehen. Tja, müssen wir mal gucken. Mit den Reifen ist es halt so, dass es nicht schlimmer wird, ne? Also die fangen sich ja an, so ein bisschen hier an der Flanke, da sieht man es so ein bisschen auseinander zu poolen. Aber das wird nicht schlimmer, ne? Ich beobachte das gerade die ganze Zeit schon. Das wird bisher einfach nicht schlimmer, ne? So, aber wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, in der Türkei nochmal 4 neue draufklatschen. Und ja, dass wir dann gut gerüstet sind für die restliche Weltreise, nochmal Spur einstellen. Und dann sollte das hoffentlich eigentlich passen. Na, meine Kleine. Ja, du Süße. Du Süße, du. Riesenberge. Hammergeil. Da fangen sie an, sich aufzutun. Der ist schon locker 3000. Schätze ich mal, ziemlich cool. Und hoch, runter hier, das macht so einen Spaß. Ich bin total Türkei begeistert. Das ist gerade eine Aufnahme für YouTube-Chat. Weil das alles so hoch gelegen ist und da ist auch kühler und es ist alles günstig. Es ist wirklich toll. Also bisher bin ich noch sehr begeistert von der Türkei. Leute, guckt euch an, wie schön das ist hier. Ich bin schon ein bisschen verliebt in die Türkei, muss ich sagen. So was Schönes. Das ist so krass. Wir fahren auf einer riesen, also schon seit ganz langem, eine richtig große Landstraße und haben einfach mal kein Netz, nicht mal zum Telefonieren. Wenn hier irgendwas ist, dann kannst du nicht mal Notruf absetzen. Wir bündeln ja hier schon zig SIM-Karten aus. Nichts war nichts, macht halt immer noch nichts. Ach, immer wieder herrlich diese Tierbegegnungen auf der Straße. Ich liebe es. Total geil, wie der Typ da auf seinem Esel sitzt. Herrlich, oder? Guckt euch das mal an, wir sind hier an diesem Platz, wo diese ganzen Ballons da starten. In Kappadokien. Oh, das ist krass hier. Früh am Morgen. Überall diese Ballons. Bilka auf der Seite, ne? Guckt euch mal an, wie viele das sind. Alter, guckt euch das mal an, das ist ja krass. Hier ist ja alles voll mit Ballons. Alles, also wirklich alles. Überall, wo du hier hinguckst, voll mit Ballons. Das ist Mina, das ist so krass mit den ganzen Ballons, oder? Ja. Mega krass. Ja, mega krass. So, wir gehen jetzt mal diese komischen Steinhäuser angucken. Falls wir eins finden, ob man da irgendwie rein kann, mal gucken, wie das so aussieht. Habt ihr ja schon beim Thronflug gesehen, ne? Es sind ja überall diese komischen hütchenförmigen Gebilde und die Steine, die man davon auch findet, die sind ganz, ganz leicht, wie als wären die so mit Gas gefüllt, wie so Gasbeton füllen die sich an. Tuffstein. Vom Gewicht her, genau, Tuffstein. Und ja, deswegen wahrscheinlich erodieren die ganz schnell und deswegen sieht das halt auch so aus, so wie da zum Beispiel auch. Alles voll mit diesen
Dinger. Sieht sehr, sehr skurril und witzig aus. Schon krass, was die Natur so alles hervorbringt. Sieht man auch richtig, richtig kühl hier drin und man sieht, dass die auch richtig Feuer drin gemacht haben, ne? Dass da oben war wahrscheinlich der Schornstein. Interessant, es sind mindestens 5 Grad weniger drin als draußen, ne? Das heizt sich überhaupt nicht auf. Guck dir doch mal an, wie witzig dieses Gebilde ist. Oder wie witzig dieses Gebilde ist. Und da wohnt sogar noch jemand drin. Steht ein Auto davor und in der Bude wohnt Tatsache noch jemand. Das ist krass. Alter, wie verrückt das aussieht, ey. Es ist wirklich unglaublich, wie kühl das hier drin ist, ne? Das ganze Gedöns gespeichert wahrscheinlich die Kälte von der Nacht, ne? Und dadurch hast du hier drin ein viel gemäßigteres Klima. Ich hoffe, das bricht jetzt nicht zusammen. Richtig brüchig. Also ich weiß nicht, in 100.000 Jahren ist hier wahrscheinlich nicht mehr so viel übrig von dem ganzen Zeug, denke ich mal, oder? Das kannst du mit der Hand auseinanderpulen. Naja, es ist schon auf jeden Fall cool, auch auf Weltreise zu sein. Aber ihr habt das mir bestimmt auch schon ein bisschen angemerkt, dass ich so ein bisschen geknickt bin. Und ja, das ist ja sowieso nicht meine Art, das dann eigentlich einmal wegzulassen. Sondern weil das auch das dazugehört, das ist ja auch so eine Art Erfahrung. Und ja, die finde ich, sollte man auch mal erzählen, so, ne? Ist mir alles klar, was dann in den Kommentaren da unten kommt. Man soll nicht jammern, man soll doch froh sein, bla bla bla. Geh nicht steil berghoch, ja. Aber es ist im Endeffekt halt dann doch auch so, man ist halt sehr weit weg von zu Hause. Und das ist das erste Mal jetzt so richtig nach ein paar Monaten, ich glaube, seit 2,5 Monaten sind wir jetzt unterwegs, wo es mir irgendwie sehr, sehr fehlt, dass ich Kari nicht mehr sehen kann. Mit der Kleinen so viel Zeit verbracht, dass ich meine Freunde nicht mehr sehen kann, dass ich, warum auch immer, meinen Aktivitäten, die ich sonst so eigentlich gemacht habe, wenn ich draußen unterwegs war, und nicht so richtig nachgehe. Ich könnte das zwar bestimmt irgendwie organisieren, aber mit Family, sich dann da alleine rausziehen, ist halt auch immer sehr schwierig. Bleiben dann alle anderen mit der ganzen Arbeit und allem sitzen. Tja, ich glaube, dass es dann solche Phasen gibt auf der Weltreise auch immer mal, das gehört dazu. Die bewegen einen dann auch sehr, mal ein bisschen mehr in sich zu gehen, mal sich so reinzufühlen, wie es einem geht, was man eigentlich wirklich möchte im Leben. Und ja, so, viel mehr werde ich euch damit jetzt gar nicht rumnerven. So, aber das mir war gerade danach, da ich eh die Kamera in der Hand hatte, mal auf Aufnahme zu drücken. Was mir auch auffällt, ist, dass ich kann gar nicht ruhig sitzen, so, ne? Oh Wunder, oh Wunder. Wenn wir irgendwie 5 Tage irgendwann an der Stelle sind, dann arbeite ich meine To-Do-Liste ab, was im Auto gemacht werden muss, Bürokram, Video schneiden, Kommentare und so weiter. Und das ist meistens an einem Tag erledigt. Maximal 2 Tage. Tja, und dann hängst du nur rum, dann sitzt du nur rum. Und ihr wisst ja noch vom Nordkap-Stream zum Beispiel, oder wenn ich mit Thea unterwegs war, sind eigentlich immer relativ schnell durch die Länder durchgefahren. Ich mag das halt so, in Bewegung zu sein, auch mit so einem Fahrzeug einfach fahren, durch das Land durch, da passiert genug, man sieht genug, weil auch immer wieder Leute sagen, ja, warum haltet ihr nicht mal ein bisschen länger an und ihr fahrt ja nur. Das stimmt gar nicht, das ist jetzt mal ausgerechnet, wir fahren jetzt hier aktuell von der Gesamtzeit 20% fahren wir. Das heißt, es sind noch sehr, sehr lange Phasen dabei, wo wir uns gar nicht bewegen, wo wir nur rumstehen. Was auch mal irgendwie nicht schlecht ist, aber insgesamt habe ich so eine Unruhe in mir, dann, und dass ich einfach irgendwie wieder das Gefühl, ich muss los, ich muss weiter. Und dann gibt mir das so ein gutes Gefühl, im Auto zu sitzen und zu fahren oder auf dem Fahrrad zu sitzen und zu fahren oder einfach zu laufen. Ich kann den ganzen Tag mit dem Rucksack durch die Gegend laufen, jeden Tag. 12 Stunden, 10 Stunden, keine Ahnung, am Tag Fahrrad fahren oder laufen. Bist du dich dran gewöhnt, das dauert zwar ein bisschen, aber dann ist das so ein cooles Gefühl, wenn der Körper permanent in Bewegung ist. Das ist richtig toll. Naja, ich muss mal gucken, dass ich auch irgendwie vielleicht mal ein bisschen klettern gehe oder so. Oder mir wieder angewöhne, mal mehr zu joggen, aber da ist halt echt die Hitze einfach auch so ein Ding, wo man sagt, du hast jetzt selbst auf dem Berg 37 Grad.
da ist einfach Sitzen schon anstrengend. Da schwitzt du schon. Da ist man irgendwie dann noch so träge und da fehlt die Motivation. Neben dem ganzen Daily Shit, den du hast mit Baby und so weiter. Aber irgendwie muss sich das ändern in dem Punkt. Weil, ja, es fehlt mir einfach zu sehr. Wenn wir irgendwie irgendwo rumstehen länger, da muss ich irgendwas finden, was ich dann halt auch mal machen kann. So, ne? Milka fährt jetzt 3 Tage mit Lia und der Kleinen Jasmina nach Bekli Tepe heißt das. Ich fahre da nicht mit Krea Bernd, weil es ist einfach da wieder über 40 Grad und es ist eine Katastrophe in einem nicht klimatisierten Auto mit Baby. Vor allem dann auch nachts, wenn du nachts an die 30 Grad noch hast, du schläfst nicht, du bist am Tag die ganze Zeit im Arsch, nachts die ganze Zeit im Arsch. Dann habe ich gesagt, ja, dann fahr dann mit dem Auto dahin. Das ist vielleicht sinnvoller. Oder wir haben gesagt, die fahren mit dem Auto dahin, die haben ein klimatisiertes Auto, sind viel flinker damit. Ich muss halt gucken, wie gut ich das mit Krea Bernd hinkriege, die 3 Tage. Auch noch nie gemacht. Bin ich ein bisschen gespannt drauf und freue mich auch drauf. Und das wird schon werden, denke ich mal. Tja, das ist auch so ein Ding, was den Abstand auf der Reise angeht. Ne? Also man merkt auch schon, dass wir hängen den ganzen Tag aufeinander, ich und Milka. Ne? Man hängt den ganzen Tag, hockt man aufeinander. Und das ist stellenweise wirklich schon richtig anstrengend. Ich habe am Anfang der Reise immer gedacht, ja, das Schwierigste wird irgendwie das Fahrzeug und irgendwelche Probleme in den Ländern. Nee, das Schwierigste ist echt das Zwischenmenschliche. Ich bin kein sonderlich einfacher Mensch. Das wissen wir alle. Tja, und Milka hat ja auch so ihre Ecken und Kanten, die wir sie alle haben. Und da kristallisiert sich halt alles heraus. Die Spreu trennt sich vom Weizen, wenn man da unterwegs ist, ne? Und irgendwie fehlt das auch mal, dass man mal ein bisschen Abstand voneinander hat. Deswegen ist das ganz cool, dass man mit den 3 Tagen auch mal so als Test, wenn das gut ist, werden wir das vielleicht öfters mal machen. In welcher Form und Konstellation auch immer. Dass einfach auch mal ein bisschen Abstand da ist, so, ne? Weil das ist, auch irgendwie ist das Gift für die Beziehung. Das macht es zumindest nicht einfacher. Auch das soll jetzt kein Gejammer sein. Ich beschreibe hier nur das, was ich fühle. Wie gesagt, ich bin nicht der Typ, das wisst ihr, der diesen geschmierten Vanlife-Scheiß hinschmiert. Und nicht wenigstens ab und zu auch mal von den mentalen Dingen, die einen so bewegen, erzählt letztendlich. Ne? Ich finde, das ist mindestens genauso wichtig, wie irgendwie schöne Berge zu zeigen oder was auch immer halt. Ne? So, jetzt bin ich auch wirklich fertig. So, Freunde, ich bin wieder zurück zum Auto. Tja, ich würde mal sagen, dann haben wir wieder genug Material gesammelt hier für ein Videoteil. Ich schneide das dann gleich für euch fertig. Hoffentlich gleich. Ja, danke, dass ihr dabei seid, so treu seit vielen Jahren. Und lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.